Ich hab den Generator, Chris. Großartig, Michael. Ich wusste, du würdest das schaffen. Ich starte kurz den Computer und schaue mir den Bericht an. Als Chris den Laptop hochfuhr, entschied ich mich, die Füße für einen Moment hochzulegen. Ich war erschöpft. Mein Verstand versuchte, einen Sinn zu finden in den letzten Stunden meines neuen Lebens, die mir wie eine Ewigkeit vorkamen. Die ersten Stunden nach meiner bitteren Geburt in diese neue Welt. Aber wie kann ich die neue Welt verurteilen, wo ich mich kaum noch an die alte erinnern kann? Das Einzige, was ich sicher wusste, war, dass wir auf dem Weg dahin etwas Wertvolles verloren hatten. Das Foto unseres Lebens hatte sich über Nacht in ein dunkles, verwischtes Zerrbild verwandelt. Die gesamte Zivilisation war in der großen Welle ertrunken. Und alles, was am Strand angespült worden war, waren ihre Überreste. Aber nein, ich mache mir selbst was vor. Ich war schon vor der Katastrophe verloren. In Wirklichkeit haben alle anderen Opfer der großen Welle mehr Glück gehabt als ich. Sie träumen immer noch davon, zu ihrem Leben zurückzukehren. Meins ist schon vor langer Zeit zerbrochen. Gibt es wirklich eine Chance, zurückzubekommen, was ich bereits für immer verloren habe? Welche Macht, welches Wunder könnte mir je eine zweite Chance geben? Michael, wach auf! Was ist passiert? Der Bericht, Michael, der Bericht. Ich bin ihn durchgegangen, während du geschlafen hast. Er ist unglaublich. Er übersteigt meine Erwartungen bei weitem. Du denkst sicher, ich bin wahnsinnig geworden. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wie wäre es mit dem Anfang? Okay. Es ist der Punkt der toten Synchronizität. Das gesamte Universum verändert sich und wir werden es miterleben. Wir werden seine Zeugen sein und seine Opfer. Zeugen? Opfer? Wovon zur Hölle redest du da überhaupt? Punkt der toten Synchronizität? Es ist schwer zu erklären. Du bist Fotograf, also lass mich dieses Beispiel verwenden. Stell dir das Leben einer Person vor, in Fotos festgehalten. Bis jetzt und im Einklang mit den Regeln, die unser Universum beherrschen, waren wir alle gewissen zeitlichen Regeln unterworfen. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das war alles, was es gab. Also würden wir als erstes ein Foto der Person als Neugeborenes finden. Dann ein weiteres am 6. Geburtstag, wieder eins an der Hochschule und so weiter. Dann würden wir Bilder von der Hochzeit der Person sehen, Kinder, hohes Alter, Tod. Alle in logischer, linearer und chronologischer Reihenfolge. Da sich unser Universum entlang einer einzelnen Linie bewegt, die in der Vergangenheit beginnt, einen kurzen Aufenthalt in der Gegenwart macht und dann in der Zukunft endet. Kannst du mir folgen? Ja, natürlich kann ich dir folgen. Und jetzt stell dir vor, dass diese ganze Architektur an Halt verliert, einstürzt, zerfließt. Stell dir vor, etwas oder jemand hat die Grundlagen unseres Universums beeinflusst, die Regeln des Spiels geändert und damit für immer das Prinzip der Zeit vernichtet, das Konzept von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich glaube, ich komme nicht mehr mit, Chris. Dann lass mich mit dem Beispiel von den Fotos weitermachen. Stell dir nun vor, ein Croupier würde die Aufnahmen nehmen, die das Leben einer Person zusammenfassen. Sie mischen und dann in einem Stapel auf dem Kartentisch platzieren. Was hätten wir dann? Es gäbe keine chronologische Linie mehr, Michael. Es gäbe keine Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft mehr. Jeder einzelne Moment, der auf diesen Fotografien festgehalten wurde, würde nun gleichzeitig am genau selben Punkt stattfinden. Und diesen Punkt nennen wir den Punkt der toten Synchronizität. Genau. Unsere Welt lässt ihre alten physikalischen Regeln zurück und kommt dem Punkt der toten Synchronizität näher, an dem die Zeit nicht mehr existiert. Sodass alle Phänomene und Ereignisse, die im Universum geschehen sind oder geschehen werden, aufeinander gestapelt werden, wie die Fotografien im Deck des Croupiers. Das klingt verrückt. Kann man so einem Bericht vertrauen? Absolut, Michael. Der Punkt der toten Synchronizität ist ein Fakt. Und das Schlimmste ist, dass wir uns ihm schneller und schneller nähern. Es ist nur noch eine Frage von Tagen, bestenfalls Wochen, bis das Universum endgültig in diesen neuen Zustand kollabiert. Die Zeit läuft ab. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und was hat das alles mit uns zu tun?
Komm schon, verstehst du es immer noch nicht? Diese Veränderung der Architektur des Universums, diese Aufhebung der Zeit, ist der wahre Ursprung der großen Welle, der Zerflossenen und der Geburt der neuen Welt. Also, die große Welle wurde durch die Annäherung an den Punkt der toten Synchronizität ausgelöst? Ja, Michael. Die große Welle war die erste Konsequenz der Annäherung unseres Universums an den Punkt der toten Synchronizität. Deswegen ist die Katastrophe überall auf dem Planeten zum selben Zeitpunkt eingetreten. Es war kein lokales Phänomen, es hatte globale Ausmaße. Es war das erste klare und deutliche Zeichen dafür, dass etwas falsch lief. Und es hat Chaos und Leid in die Welt gebracht. Das hast du ja selbst gesehen, seit du aufgewacht bist. Und was zur Hölle haben die Zerflossenen mit all dem zu tun? Laut dem Bericht sind die Zerflossenen immer noch ein großes Rätsel. Es gibt wenig Informationen zu ihnen oder der Krankheit. Was wir wissen ist, dass es sich um Menschen handelt, die für die Annäherung an den Punkt der toten Synchronizität besonders empfindlich sind. Tragisch. Besonders empfindlich? Natürlich. Diese Verwandlung, diese radikale und allumfassende Veränderung der grundlegenden Struktur des Universums ist mit menschlichem Leben absolut unvereinbar. Wir sind dem Tod geweiht, Michael. Jeder einzelne von uns. Das ist ja schrecklich. Wie kannst du dir da so sicher sein? Wenn du logisch darüber nachdenkst, ist es offensichtlich. Unsere Körper sind das Ergebnis von hunderttausenden Jahren Evolution. Einer langsamen und beschwerlichen Anpassung an die Umgebung, das Universum und die Regeln der Physik. Wir nähern uns dem Punkt der toten Synchronizität, der Auslöschung der Zeit. Wir würden weitere hunderttausende Jahre brauchen, um uns an eine so drastische Veränderung anzupassen. Und was denkst du, wird mit der menschlichen Rasse passieren, mit jedem Einzelnen von uns, wenn dieser Prozess vollendet ist? Unsere biologische Struktur würde in einen Schockzustand verfallen. Jede einzelne unserer Zellen würde so gewaltig und grundlegend verändert werden, dass unsere Körper als braune Pfütze enden. Der letzte Beweis dafür, dass wir jemals existiert haben. Wir werden zerfließen, genauso wie diese armen, kranken Leute. In der Tat. Laut dem Bericht sind die Zerflossenen einfach nur Pioniere, Menschen, die ihrer Zeit voraus sind. Die Vorhut der Menschheit auf dem Weg zu ihrer endgültigen Auslöschung. Deswegen sind einige Fälle schon so früh aufgetreten, schon vor der großen Welle. Ihre biologische Struktur kam der gigantischen Explosion um Stunden oder gar Tage zuvor. Und deswegen nehmen die Fälle exponentiell zu. Je näher wir dem Ende kommen, verstehst du das? Wir werden am Ende alle zu Zerflossenen werden. Das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, hast du gesagt, es könnte eine Lösung geben. Einen Weg, diesen Wahnsinn ungeschehen zu machen. Ja, und das ist der beste Teil dieses Berichts. Theoretisch, und obwohl das paradox klingt, Michael, bringt die Annäherung an den Punkt der toten Synchronizität auch die Möglichkeit mit sich, die Dinge zu ändern, den Prozess umzukehren und zum Anfang zurückzukehren, bevor unsere Welt zusammenbrach. Und wie soll das gehen? Indem man zum Kern der Anomalie vordringt, das Herz der toten Synchronizität. Den Punkt, an dem die Zeit gerade erst beginnt, sich zu falten, bevor der Prozess abgeschlossen ist. Wenn man sich am Punkt der toten Synchronizität befindet, wo jeder Moment, der im Universum geschah oder hätte geschehen können, gleichzeitig existiert, warum sollte man dann nicht den Zugang zu dem Moment finden können, an dem jemand die Katastrophe ausgelöst hat und sie stoppen? Aber das ist doch völlig unglaublich. Redest du von Zeitreisen? Ja, von der Möglichkeit, unsere Vergangenheit zu erreichen, um unsere Gegenwart zu retten und unsere Zukunft. Davon, die große Welle und die neue Welt in einen einfachen Albtraum zu verwandeln, der nie wirklich geschehen ist. Der Bericht spricht von der theoretischen Existenz eines solchen Zugangs zum Herz des Punktes der toten Synchronizität. Ein Zugang zu jedem Einzelnen der Momente der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres Universums. Und wenn wir durch diesen Zugang die Möglichkeit hätten, den exakten Moment zu erreichen, in dem alles falsch zu laufen begann, und wir so die Dinge ändern könnten,
dann denke ich, sollten wir uns in der uns verbleibenden Zeit einzig und allein darauf konzentrieren. Aber ich muss den Bericht weiter studieren. Ich bin mir sicher, es finden sich darin noch mehr Antworten. Und du musst mir helfen. Du sagst, der Punkt der toten Synchronizität ist die Ursache des ganzen Chaos? Dass unsere einzige Chance auf Rettung eine hypothetische Zeitreise ist? Oder wir sonst alle vernichtet werden, wie diese armen Zerflossenen? Das ist richtig, Michael. Daher sollten wir uns so schnell wie möglich an die Arbeit machen. Übrigens erwähnt der Bericht noch etwas anderes Interessantes über die Zerflossenen. Und was? Es scheint, als würden die Kranken bei ihren Visionen während ihrer Reisen zu den unterirdischen Straßen eine seltsame Beziehung zueinander aufbauen. Als würde die Krankheit sie vereinen, unabhängig von der Distanz in der physischen Welt, die sie trennen mag. Der Bericht ist zu diesem Punkt sehr schwammig, aber es scheint, als ob die Zerflossenen vereint sind, miteinander verbunden. Mein Gott, das kann nicht sein. Erinnere dich, bitte, erinnere dich. Jetzt passt alles zusammen, alles ergibt Sinn. Bitte, aufhören, mein Kopf! Ich sollte sagen, dass wir verbunden sind, Michael. Wir sind verbunden. Michael, was ist los? Chris, bereite einen Test vor. Schnell. Aber wofür? Du denkst doch nicht, dass du auch... Nun mach schon. Okay. Reich mir deine Hand. Der Test ist positiv. Michael, du bist krank. Du bist ein Zerflossener. Nein, das kann nicht sein. Nein! Nein! Michael, wach auf. Emily? Emily? Bist du das? Bitte, Michael, wach auf. Wach auf. Bist du das wirklich? Wo bin ich? Ja, Michael, ich bin es. Nun bist du hier. Auf den unterirdischen Straßen.